Mein Name ist Christian von Stengel. Ich bin CEO der German Edge. Nach ungefähr 30 Jahren in der Softwareindustrie habe ich mich dazu entschieden, doch mal eine richtig tolle Aufgabe anzunehmen und mit den Kollegen zusammen von der GFASoft, von der QDA und von der New Solutions etwas gemeinschaftlich zu gründen und zu schaffen, von dem wir glauben und hoffen, dass es die Produktion in der Zukunft dramatisch verändern wird. Aus unserer Sicht wird das Thema Industrie 4.0 und IoT zwar sehr, sehr stark aus der technologischen Sicht diskutiert, aber es hat natürlich eine gesellschaftliche Dimension, die über die reinen Technologiefragen weit hinausgeht. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, German Edge als Marke zu positionieren, weil uns das die Möglichkeit gibt, eine Haltung auszudrücken, Meinungen auszudrücken und mit der Öffentlichkeit in den Diskurs und in die Diskussion zu gehen. Wir versuchen also, Industrie 4.0 nicht nur als technologische Herausforderung zu verstehen, sondern den gesamten gesellschaftlichen Kontext mit in unsere Überlegungen einzubeziehen. Als wir darüber nachgedacht haben, wie die Marke heißen kann, sind wir wirklich mit einem sehr breiten Blick losgegangen und haben versucht, den richtigen Begriff zu finden. Letztendlich sind wir dann bei dem Begriff German Edge gelandet, weil aus unserer Sicht gerade in Deutschland, dass die Kompetenzen bestehen, um die Produktion der Zukunft tatsächlich auch gestalten zu können. Wir wissen, dass dieser Begriff German durchaus beide Seiten haben kann. Für mich persönlich bedeutet der Begriff German eine Mischung aus Anspruch, Tradition und auch Verpflichtung. Tradition in dem Sinne, dass Deutschland, ich würde mal sagen unbestrittenermaßen, technologisch ein Land ist, das schon sehr, sehr viele Dinge der Welt gegeben hat. Für mich ist Industrie 4.0 im Prinzip ein Sammelbegriff für das, was im Moment tagtäglich stattfindet, nämlich tatsächlich der Übergang von der, ich würde mal sagen, manuellen, gesteuerten Industrieproduktion hin zur stärker computerisierten, digitalisierten Produktionsform und industriellen Produktion. Die Oxford-Studie kenne ich natürlich. Und so wie immer kann man jede Studie entweder positiv oder negativ betrachten, je nachdem, wie es einem quasi am besten in die Strategie passt. Ich glaube, was völlig unstrittig ist, ist die Tatsache, dass sich die Arbeitsplätze verändern werden, dass wir einen Übergang haben werden von der manuell orientierten Tätigkeit in der Produktion zu einer eher wissensorientierten Tätigkeit in der Produktion. Ja, Prognosen in die Zukunft, wie wir wissen, sind alle immer schwierig. Und deswegen würde ich sagen, wenn jemand vor 20 Jahren gesagt hat, dass in 2020 nur noch 2% der Arbeitsplätze Industrie sein würden, und es ist heute doppelt oder dreimal so viel, wenn ich ehrlich sein soll, die genaue Zahl kenne ich gar nicht, dann finde ich es trotzdem an der Stelle bemerkenswert, dass der Trend, der beschrieben wurde, sich offensichtlich bestätigt. Ich persönlich halte mich von Zukunftsprognosen doch deutlich zurück, weil mein Eindruck der ist, dass die Veränderungsgeschwindigkeit in der Welt mit den vielen komplexen Einflüssen, die es gibt, eine konkrete Vorhersagbarkeit immer schwieriger macht. Ich bin mehr so der Gestalt, dass ich mir denke, die Welt ist im Fluss, sie fließt in irgendeiner Art und Weise und die wesentliche Aufgabe, die wir haben, ist, diesen Fluss möglichst perfekt zu gestalten. Nach meinem Eindruck ist es so, dass die Entwicklungen, die stattfinden, eigentlich über die einzelnen Unternehmensgrenzen hinaus gehen und deswegen von einzelnen Managern auf eine gewisse Art und Weise auch gar nicht beherrschbar sind. Ich persönlich finde, dass wir hier eine gesellschaftliche Diskussion brauchen, die Stand heute nicht ausreichend geführt wird. Ausreichend geführt im Sinne von, dass man aus den Gedanken und aus den Überlegungen heraus auch tatsächliche Aktionen und Aktivitäten letztendlich formuliert und die dann auch durch und umsetzt. Ich sehe also da die Manager in der Pflicht, im Dialog mit ihren Mitarbeitern die Bedenken und die berechtigten Befürchtungen zu akzeptieren und sie nicht vom Tisch zu wischen. Antworten dafür, die müssen aber letztendlich gesamtgesellschaftlich gegeben werden. Mein Eindruck ist der, dass mit jeder technologischen Entwicklung eine bestimmte Eigenschaft des Menschen erst unterstützt und dann manchmal sogar überwunden wurde. Es hat was zu tun mit Geschwindigkeit, Fahrzeuge, Kraft,
Maschinen und Ähnliches. Und ich sehe keinen Grund, warum das nicht weitergehen sollte. Wir haben heute Themen wie Machine Learning, Artificial Intelligence und Ähnliches, die nachweislich bestimmte Sachverhalte ansatzweise so gut beurteilen können, wie wir das als Menschen tun und manche Dinge sogar schon besser. Ein gutes Beispiel für mich, ein sehr prominentes Beispiel, ist das ganze Thema die Artificial Intelligence Unit von Google, die es mittlerweile geschafft hat, eine Maschine herzustellen auf Basis von Machine Learning Algorithmen, die jeden Go-Spieler letztendlich dann auch schlagen kann. Aus meiner Sicht gibt es über die reine Intelligenz hinweg Dinge, die den Menschen auszeichnen, wie zum Beispiel Kreativität, wie zum Beispiel das Thema Empathie, Sympathie und Ähnliches, von denen ich mir nicht vorstellen kann, dass in absehbarer Zukunft Maschinen das werden ersetzen können. Damit besteht für mich auch die Möglichkeit, dass wir als Menschen uns immer stärker um diese Dinge kümmern können, um daraus dann letztendlich auch ein erfülltes Leben zu führen. Und das ist vielleicht die Utopie, von der ich vorhin sprach, die aus meiner Sicht heute nicht ausreichend formuliert oder diskutiert wird. Meine persönlichen Helden sind nicht so sehr die Menschen, die für die Zukunft Visionen gestalten, sondern das sind für mich Menschen, die das Leben heute in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, in einer umfassenden Form. Ein Elon Musk könnte da genannt werden. Natürlich weiß ich, dass viele Leute sagen, dass Elon Musk im besten Sinne die Zukunft mitgestaltet, aber ich finde es viel bemerkenswerter, was er bis heute schon geschafft hat. Der gerade erst verstorbene Stephen Hawking ist für mich auch ein solches Vorbild, wenn ich ehrlich sein soll, weil er trotz seines extrem harten persönlichen Schicksals es geschafft hat, ein erfülltes Leben zu leben.